Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um einen vermissten Fall, einen Cold Case aus den USA. Erin Gilbert war aufgeregt, als sie sich am Nachmittag des 1. Juli 1995 auf ihr erstes Date mit Dave Combs vorbereitete. Er wollte sie zur Girdwood Forest Fair in Girdwood, Alaska mitnehmen und hatte versprochen, sie um 16 Uhr abzuholen. Als sie nach draußen ging, um auf ihn zu warten, war sie nicht allein. Ihre Schwester und ihr Schwager mit ihren Kindern warteten mit ihr draußen und waren gespannt darauf, den Mann zu treffen, von dem Erin ihnen erzählt hatte. Dave kam pünktlich und nachdem er aus dem Auto gestiegen war, stellte Erin ihn ihrer Familie vor. Ihr Schwager bat Dave, seine Sonnenbrille abzunehmen, damit er ihn besser sehen konnte. Und Dave lächelte ihn an. Im Juni und Juli, wenn die Sonne nie untergeht, ist eine Sonnenbrille in Alaska so gut wie Pflicht. Und als es so aussah, als sei Dave von der Gruppe akzeptiert worden, kletterte Erin in sein Auto. Ihr vierjähriger Neffe sagte ihr, sie soll ein Handy mitnehmen. Erin lachte und sagte dem Kind, sie würde schon klarkommen. Sie winkte ihnen ein letztes Mal zu und das Paar fuhr davon. Es war das letzte Mal, dass Erins Familie sie sehen würde. Erin war 24 Jahre alt und etwa ein Jahr zuvor nach Anchorage, Alaska gezogen. Ihre ältere Schwester Stephanie hatte sie zu diesem Schritt überredet. Stephanies Mann war beim Militär und oft unterwegs und sie wollte nicht ständig mit ihren beiden Kindern allein sein. Erin, die bisher in San Francisco lebte, willigte ein, zu ihrer Schwester auf den Luftwaffenstützpunkt Elmendorf zu ziehen. Stephanie vermittelte Erin einen Job als Kindermädchen bei einer ihrer Freundinnen. Neben ihrer Arbeit sollte Erin in ein paar Wochen eine Kosmetikschule beginnen. Erin kannte nicht viele Leute in Alaska und besuchte oft Chilcot Charlie's, eine Bar in Anchorage. Das Lokal, das von denjenigen, die es kannten, liebevoll Kotz genannt wurde, bezeichnete sich selbst als die historischste Bar in Alaska und war ein lebhafter Treffpunkt für die Einheimischen. Dort lernte Erin Dave kennen und die beiden verstanden sich auf Anhieb. Sie hatten Anfang Juni ihre Telefonnummern ausgetauscht und als sie sich am 30. Juni im Kotz über den Weg liefen, verabredeten sie sich für den folgenden Tag zur Girdwood Forest Fair. Die Fahrt von Anchorage nach Girdwood dauerte etwa eine Stunde. Sie erreichten die Messe gegen 17 Uhr und verbrachten einige Zeit damit herumzulaufen und sich die verschiedenen Stände anzusehen. Mindestens ein Zeuge erinnerte sich daran, Erin und Dave am frühen Abend in einem Biergarten auf dem Messegelände gesehen zu haben. Und Dave sagte, dass sie um 18 Uhr zu seinem Auto zurückkehrten. Leider konnte er sein Auto nicht starten und nahm an, dass die Batterie leer war. Alaska hatte vor kurzem die Vorschrift erlassen, dass Autofahrer auf dem Seward Highway immer mit eingeschalteten Scheinwerfern unterwegs sein mussten. Egal, ob es hell war oder nicht. Dave, der es immer noch nicht gewohnt war, seine Scheinwerfer tagsüber einzuschalten, hatte es versäumt, sie auszuschalten, als er sein Auto abgestellt hat. Dave erzählte Erin, dass er einen Freund habe, der in der Nähe wohne, und er sagte, er würde dorthin gehen und Hilfe holen, während Erin mit dem Auto wartete. Laut Dave lief er 2 Stunden lang umher, konnte aber das Haus seines Freundes nicht finden, als er schließlich zum Parkplatz der Messe zurückkehrte, und da war Erin verschwunden. Er nahm an, dass er sich über die lange Wartezeit geärgert hatte und gegangen war. Unsicher, was er tun sollte, kletterte er zurück in sein Auto und versuchte es zu starten. Offenbar geschah eine Art Wunder, denn nun sprang der Wagen an. Dave erzählte der Polizei, dass er bis etwa 1 Uhr nachts auf der Messe nach Erin suchte, bevor er beschloss, dass sie einen anderen Weg nach Hause gefunden haben musste. Er wartete bis 7 Uhr morgens, bevor er bei Erin zu Hause anrief, um zu sehen, ob sie dort war. Stephanie wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, als das Telefon klingelte. Erin war in der Nacht zuvor nicht nach Hause gekommen, was völlig untypisch für sie war. Sie war nie eine ganze Nacht weggeblieben und in den wenigen Fällen, in denen sie zu spät nach Hause gekommen war, hatte sie Stephanie angerufen, um ihr vorher Bescheid zu geben. Stephanie schnappte sich ihren Mann und ihre Kinder und machte sich sofort auf die einstündige Fahrt nach Girdwood, wo sie das Messegelände nach Spuren von Erin absuchten. Die fast 1,80 Meter große Erin war schon immer in der Menge aufgefallen, aber sie hatten kein Glück, sie zu finden. Stephanie holte jemanden auf die Bühne, um eine Durchsage zu machen, dass sie nach einer vermissten Person suchten. Und einige der Messebesucher schlossen sich der Suche nach Erin an. Als klar wurde, dass Erin nicht auf der Messe war, rief Stephanie die Polizei. Sie machte auch den klugen Zug, im Studio eines lokalen Fernsehsenders vorbeizuschauen und sie dazu zu bringen, Erins Bild in den Nachrichten zu zeigen.
Als die Polizei eintraf, suchten sie sofort selbst nach Erin und durchkämmte das Messegelände und die umliegenden Wälder. Das war eine gewaltige Aufgabe, aber für die Beamten auch Routine. Die Polizei in Alaska nimmt jedes Jahr Tausende von Vermisstenmeldungen entgegen und fast alle werden in kürzester Zeit erfolgreich gelöst. Erins Familie setzte auch ihre eigene Suche fort. Kurt Gilbert flog nach Alaska, um bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen. Und sein Herz wurde schwer, als ihm bewusst wurde, wie groß der Staat war. Das Gebiet war im Vergleich zu den meisten Staaten unterentwickelt, sodass die Weite des Landes endlos zu sein schien. Er wusste, dass seine Tochter so gut wie überall sein konnte. In den nächsten Tagen führte die Polizei eine umfangreiche Suche in Gertrude durch. Es wurden Spürhunde eingesetzt, aber sie konnten nicht feststellen, wohin Erin gegangen sein könnte. Hubschrauberbesatzungen überflogen die Gegend mehrmals, konnten aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Die Ermittler befragten Erins Familie und zogen die Möglichkeit in Betracht, dass sie freiwillig verschwunden war. Aber Stephanie war sich sicher, dass dies nicht der Fall war. Erin hatte zu viel, wofür es sich zu leben lohnte, und absolut keinen Grund wegzulaufen. Sie war ein reifes und verantwortungsbewusstes Mädchen, liebte ihren Beruf und war dabei, eine Kosmetikschule zu beginnen. Sie träumte davon, eines Tages eine erfolgreiche Autorin zu werden und las den Kindern ihrer Schwester gerne vor. Sie hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Familie und wäre nie weggelaufen, ohne sie anzurufen. Sie alle hielten den Gedanken, dass Erin weggelaufen sein könnte, für absolut lächerlich. Als die letzte Person, die Erin gesehen hatte, war Dave Combs für die Ermittler von großem Interesse. Er kooperierte in der Anfangsphase der Ermittlungen und machte mehrere Aussagen gegenüber den Ermittlern. Seine Darstellung des Tages, an dem Erin verschwand, änderte sich nie. Er bestand darauf, dass er sie am Auto zurückgelassen hatte. Und als er 2 Stunden später zurückkehrte, war sie verschwunden. Die Ermittler stuften Erins Verschwinden als Vermisstenfall ein und betonten, dass es sich nicht um eine Mordermittlung handle. Sie wiesen darauf hin, dass sie keinen Grund zur Annahme hatten, dass sie nicht mehr am Leben war. Es gab weder einen Tatort noch eine Leiche, die auf das Gegenteil hindeutet. Selbst wenn sie tot wäre, würde das nicht unbedingt bedeuten, dass ein Verbrechen vorliegt. In Alaska sind schon viele Menschen gestorben, weil sie sich im Wald verirrt haben. Erin war jedoch nie jemand, der gerne in den Wald ging, und es schien unwahrscheinlich, dass sie sich allein in ein Waldgebiet begeben hätte. Es ist möglich, dass Dave nicht die letzte Person war, die Erin gesehen hat. Vielleicht war sie es leid, auf seine Rückkehr zu warten und beschloss, mit einer unbekannten Person mitzufahren, die ihr dann etwas antat. Die Ermittler waren frustriert, weil es in diesem Fall keinerlei Beweise gab. Sie hatten einfach keine Ahnung, wohin Erin gegangen sein könnte. Stephanie weigerte sich, die Suche nach ihrer jüngeren Schwester aufzugeben und fuhr regelmäßig nach Gertrude, um weiter nach einer Spur von ihr zu suchen. Sie wanderte durch kilometerlange Wälder und hängte Tausende von Fahndungsplakaten auf, aber nichts brachte sie der Suche nach Erin näher. Im September 1996 zog sie mit ihrer Familie nach Washington, aber sie kehrte immer wieder nach Alaska zurück, immer auf der Suche nach dem kleinsten Hinweis, der auf Erins Verbleib hindeuten könnte. Im Jahr 2017 legte die Familie ihre Ressourcen zusammen und setzte eine Belohnung von $35.000 für Hinweise aus, die zu Erin oder der für ihr Verschwinden verantwortliche Person führten. Es gingen einige Hinweise ein, aber die Ermittler konnten keine handfesten Spuren finden. Der Fall wurde der Abteilung für ungeklärte Fälle der Staatspolizei von Alaska zugewiesen und ein Ermittler geht routinemäßig die Tausende von Seiten in Erins Akte durch, in der Hoffnung, etwas zu finden, das vielleicht übersehen wurde. In letzter Zeit gab es keine neuen Entwicklungen in dem Fall, aber er gilt immer noch als aktiv und die Ermittler glauben, dass er noch gelöst werden kann. Nach Angaben der Polizei ist Dave Combs kein Verdächtiger im Fall des Verschwindens von Erin, aber sie haben noch einige Fragen an ihn. Er kooperierte zunächst mit der Polizei, hat aber seit Jahren mit niemandem mehr über den Fall gesprochen. Ein Ermittler hat mehrfach versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hat auf keinen Anruf reagiert. Die Ermittler glauben, dass Erin sicher zur Messe gekommen ist, da sie Zeugen haben, die sich daran erinnern, sowohl sie als auch Dave dort gesehen zu haben. Sie konnten niemanden finden, der Dave in den Stunden gesehen hat, in denen er nach eigenen Angaben auf der Suche nach dem Haus seines Freundes war, sodass dieser Teil seiner Geschichte nicht bestätigt werden kann. Seine Geschichte, dass sein Auto plötzlich ansprang, nachdem es einige Stunden mit leerer Batterie gestanden hatte, ist ebenfalls merkwürdig, denn eine leere Batterie kann sich nicht plötzlich von selbst wieder aufladen. Erins Familie hat seit ihrem Verschwinden keinen Kontakt zu Dave gehabt. Sie hoffen nach wie vor, dass Erin noch am Leben ist, sind sich aber bewusst, dass die verstrichene Zeit ein Happy End unwahrscheinlich macht.
Sie glauben, dass jemand da draußen weiß, was in jener Nacht mit Aaron geschehen ist, und setzen weiterhin eine Belohnung für Hinweise aus, in der Hoffnung, dass sich endlich jemand meldet und ihnen ermöglicht, ihre Schwester nach Hause zu bringen. Ja, was soll man zu diesem vermissten Fall sagen? Hat Dave da was mit zu tun? Hat Dave wirklich nach dem Haus seines Freundes gesucht? Was mich da wirklich absolut stutzig macht, ist diese Geschichte mit der Batterie. Wenn eine Autobatterie leer ist, in der Tat, die lädt sich nicht wieder von selber auf, sodass du dann vielleicht nach einer Stunde, zwei oder drei Stunden das Auto dann starten kannst. Also, das habe ich noch nie erlebt. Wenn ich oder irgendjemand im Umfeld eine leere Batterie hatte, dann gab es die Möglichkeit, da einmal zu überbrücken, ja. Oder die Batterie war dermaßen hinüber, dass nicht mal das mehr funktionierte. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!